Gestern hat der Bundesinnenminister de Maizière verkündet, dass Deutschland wieder Grenzkontrollen einführt. Aus der Spitze der schwarz-roten Koalition heißt es dazu, Deutschland bräuchte wieder eine Atempause. Ich denke bei Atempause zuallererst an die Zehntausenden von Frauen, Männern und Kindern, die seit Wochen auf der Flucht sind. Ich meine, brauchen die nicht zuallererst eine Atempause? Das reiche Deutschland sozusagen hat lange Zeit im Trocknen gesessen und hat sich auch darauf verlassen, dass die Länder, wo die Flüchtlinge ankommen, also an der EU-Außengrenze, das Problem lösen. Und jetzt, wo diese Länder sagen, nein, wir halten uns jetzt nicht mehr an die Dubliner Regeln, dann macht Deutschland sehr schnell die Grenzen faktisch wieder dicht über die Einführung von Grenzkontrollen. Abschrecken, abschotten und abschieben. Das ist offensichtlich der Dreiklang der schwarz-roten Flüchtlingspolitik. Ich meine, die Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist ein zutiefst antieuropäischer Akt. Was es jetzt eigentlich bräuchte, wäre europäische Größe. Und die besteht unter anderem in dem Bekenntnis zu einer Flüchtlingspolitik unter dem Motto offene Grenzen auf für alle Menschen in Not. Mit einer EU-weiten Vermögensabgabe könnte auch genügend Geld eingenommen werden, um europaweit, EU-weit eine ordentliche Versorgung von Flüchtlingen zu ermöglichen. Heute treffen in Brüssel die Innenminister zusammen. Und ich befürchte, dass es am Ende dieses Treffens wieder heißt, man nimmt viel Geld in die Hand, aber eben nicht, um Flüchtlinge ordentlich unterzubringen und zu versorgen, sondern um sie um Europa weiter abzuschotten und zu verhindern, dass diese Menschen überhaupt Europa erreichen. Wenn solange die Bundesregierung Rüstungsexporte nicht verbietet, solange die Bundesregierung an Freihandelsabkommen, die gerade ärmere Länder weiter verarmen, festhält, solange sind alle großen Gipfeltreffen hinter geschützten Mauern reine Makulatur. Wenn wir über die Integration von Flüchtlingen reden, so müssen wir auch über die Unterbringung reden. Und ja, es gibt in diesem Land einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das spüren nicht nur Menschen mit niedrigen Renten oder Langzeiterwerbslose. Das merkt inzwischen auch die Mitte in dieser Gesellschaft. Daran sind aber nicht diejenigen schuld, die in großer Not hierher kommen, sondern eher die Bundesregierung, die seit Jahren im sozialen Wohnungsbau gekürzt haben. Wir als Linke haben das immer kritisiert. Ich meine, Deutschland braucht jetzt eine Offensive für sozialen Wohnungsbau. Und ich will noch mal erinnern, die Linke im Bundestag hat mehrmals einen Antrag eingebracht, dass der soziale Wohnungsbau zu erhöhen ist, zum Beispiel pro Jahr 150.000 neue Sozialwohnungen zu bauen sind. Diese Anträge wurden von den Mehrheiten immer abgelehnt, auch von den SPD-Abgeordneten. Und beim Flüchtlingsgipfel der schwarz-roten Koalition noch Anfang September ist auch nichts Wegweisendes in Richtung sozialer Wohnungsbau beschlossen worden. Also, ich warne die Bundesregierung davor, Geflüchtete auszuspielen gegen Bürgerinnen und Bürger. Es ist höchste Zeit, soziale Gerechtigkeit für alle an den Tag zu legen. Und ich finde, das Geld dazu wäre vorhanden. Man muss halt nur ran an die Umverteilung. Und ein Witz in den Netzwerken bringt es sehr gut auf den Punkt. Da sitzen ein Milliardär, ein Zeitungsleser und ein Geflüchteter zusammen am Tisch. Auf dem Tisch liegen 11 Kekse. Der Millionär nimmt sich 10 Kekse und meint dann zu dem Zeitungsleser, du pass auf, der Flüchtling da, der will dir deinen einen Keks wegnehmen. Wenn man also entsprechend etwas unternehmen möchte, damit auch die Flüchtlinge gut hier versorgt werden können, muss man ran an Umverteilung. Ich will in diesem Zusammenhang auch eingehen auf das, was am Rande des Landesparteitages in Sachsen passiert ist. Der hat in Neukürich getagt und das zentrale Thema war natürlich die Frage Flüchtlingspolitik. Der Parteitag hat sich klar ausgesprochen für Willkommenskultur. Über Nacht wurde dann der Versammlungsort komplett zerstört. 34 Scheiben wurden entglast und das, obwohl der Tagungsraum inmitten eines Wohngebietes ist. Im Übrigen wird der Veranstaltungsraum auch die Woche über für die Anwohnerinnen als Turnhalle genutzt. Jetzt kommt auf die Gemeinde enorme Kosten zu. Und die Art und Weise, wie diese Zerstörung stattgefunden hat, macht es ziemlich klar, das ist hier nicht ein spontaner Gewaltakt von betrunkenen Jugendlichen, die vorbei sind, sondern das ist generalstabsmäßig geplant worden.
Und angesichts des Schwerpunktsthemas des Landesparteitages kann man schon sagen, es ist wohl mutmaßlich von einer politischen Tat auszugehen. Es handelt sich wohl mutmaßlich um braune Gewalt. Zunächst möchte ich in dem Zusammenhang sagen, dass die politisch Verantwortlichen vor Ort in Neukörich ganz beispielhaft reagiert haben. Ihnen ist auf jeden Fall zu danken und ich freue mich, dass nach Rücksprache mit den Kommunalverantwortlichen der Landesparteitag der Linken auch klar gesagt hat, wir lassen uns hier nicht einschüchtern und nicht abschrecken. Wir kommen jetzt gerade wieder und der nächste Landesparteitag wird auch wieder in Neukörich stattfinden. Aber natürlich wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Frage gestellt, warum gerade wieder in Sachsen? Dafür gibt es nicht einen Grund und nicht einen Schuldigen. Aber auffällig ist schon Folgendes. Eine seit einem Vierteljahrhundert von der CDU angeführte Landesregierung in Sachsen hat sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, die Begeisterung für gelebte Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen zu wecken und zu verbreitern. Und ich finde auch, dass eine Landesregierung, die zumindest in Teilen agiert wie ein Pegida-Ableger, schafft eben auch ein Klima, in dem braune Gewalt ganz offensichtlich gedeiht. Zur Situation in der Türkei. Die Lage in der Türkei eskaliert. Hier wird mit allen Mitteln auch ein Bürgerkrieg heraufbeschworen, ganz offensichtlich, um bei den anstehenden Wahlen in der Türkei den Einzug der HDP ins Parlament zu erschweren. Erdogan macht hier Wahlkampf auf den Rücken von Menschenleben. Um nur einige Beispiele zu nennen. Die kurdische Stadt Cizre steht erneut unter Ausgangssperre. Es gibt mehrere zivile Opfer. Wir kennen Zahlen von 21. Und die türkische Armee hat am Freitag Luftangriffe, und zwar Gegenstellungen der PKK im benachbarten Irak, fortgesetzt. Eine HDP-Abgeordnete wurde sozusagen angeschossen vom Militär. Ein weiterer ist von der Polizei verletzt worden bei einer Demonstration. Also wir sagen hier ganz klar, die Situation ist zutiefst beunruhigend und wir stehen solidarisch an der Seite unserer Genossinnen und Genossen der Demokratischen Partei HDP. Die Gewaltspirale muss schleunigst beendet werden. Wir meinen, ein Bürgerkrieg in der Türkei muss verhindert werden. Und hier ist auch die Bundesregierung klar gefragt, gegenüber dem türkischen Premier Erdogan ganz klar Stellung zu beziehen. Und abschließend zu einem positiven Ereignis. Wir gratulieren natürlich der Labour-Partei zu ihrem neuen Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Die Konservativen beschwören ja nun schon den Untergang der Insel. Wir haben stattdessen mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass allein nach der Wahl des neuen Vorsitzenden 15.000 neue Mitglieder in die Labour-Partei eingetreten sind. Das ist enorm und ist eine klare Ansage an all jene, die sagen, auf eine komplette soziale Entkernung der Labour-Partei gesetzt haben in der Vergangenheit. Die erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden bestand darin, an dem Marsch für Flüchtlinge teilzunehmen. Das spricht für ihn und seine Schwerpunktsetzung. Ich kann nur sagen, eine SPD, die ja unter Sigmar Gabriel eher auf die Position von Merkels Juniorpartner festgeschrieben ist, der kann man solch einem Vorsitzenden nur wünschen. Vielen Dank.